Was geht ab, YouTube-Friends, und welcome back to einem neuen Video. Bevor die Darts-WM vorbei ist, machen wir kurz noch ein Video. Wer wird heute gewinnen, heute Abend überhaupt? Gary Anderson oder Gervin Price? Das ist die Frage. Schreibt's schnell in die Kommentare. Ich habe mir noch einen kleinen, ja, so ein paar Infos und so gemacht. Und auch wegen dem Dartspieler, die überhaupt für Deutschland vertreten waren. Das waren ja Max Hopp, Nico Kurz und Gabriel Clemens. Die drei Spieler waren dabei. Und wir fangen an. Max Hopp hat das erste Spiel, ich habe es mir kurz aufgeschrieben. Übrigens ging alles los ab dem 13.12. Es geht bis heute, also heute ist der 3.1. So lange ging die Darts-WM 2021. Und die wurde im Alley Palace Palace gespielt. Ich nenne es immer Alley Pally, also Alexandra Palace oder Palace. In London, in United Kingdom, also in den Vereinigten Vereinigten Königreich. Und ja, wir hatten natürlich die Ehre, überall bei Sport 1 das mitzuerfolgen. Und das erste deutsche Spiel, das war Max Hopp gegen Gordon Mother. Und Max Hopp hat 3-0 gewonnen. Dann hatten wir das Spiel, das war übrigens am 16.12.2020, um 19 Uhr fing das an, das erste deutsche Spiel. Dann hatten wir Nico Kurz am 19.12.2020, auch um 19 Uhr gegen Andy Hamilton. Das hat er 3-1 gewonnen. Dann hatten wir das erste deutsche Spiel, wo ein Deutscher ausgeschieden war. Da hat Max Hopp nämlich 3-1 verloren, also nur ein Satz gewonnen. Das waren immer Best of 5. Und das ging gegen Mervyn King. Da hat er 3-1 verloren. Und dann hatten wir am 21.12. das beste Spiel überhaupt. Das war ein deutsches Spiel. Ging übrigens Best of 7 Sätze. Gabriel Clemens gegen Nico Kurz und Clemens hat 3-1 gewonnen. Wer hätte das gedacht? Dann hatten wir am 27.12.2020, auch um 19 Uhr, Gabriel Clemens gegen Peter White. Gegen Peter White, der letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen hat und eigentlich so gesehen ein Favorit war. Leider nicht mehr, denn Gabriel Clemens hat 4-3 gewonnen, ist aber dann gegen Radetzky ausgeschieden und zwar 3-4. Also 3 Sätze hatte Clemens und 4. Also es hätte auch andersrum gehen können, aber Radetzky hat leider dann doch die Doppel-1 gemacht und das war wirklich ein Megaspiel. Ich kann mich noch erinnern, wo ich es gesehen habe und ihr bestimmt hoffentlich auch, die Darts begeistert sind. Das war wirklich so, oh, wer trifft denn jetzt endlich mal diese verfickte Doppel-1, dass wenigstens einer dann ins Viertelfinale. Leider ist es nur Achtelfinale gewesen für Clemens, aber trotzdem, er ist als einziger Deutscher, und das muss man sich denken, als einziger Deutscher, das hat sonst kein anderer Deutscher geschafft. Wenn ich mich jetzt irgendwie vertue oder sonst irgendwie, dann schreibt es in die Kommentare. Aber es hat sofort kein Schindler, Max, Kurz oder sonst irgendwas geschafft. Vor allem Martin Schindler war ja gar nicht dabei. Der hat sich ja, ich weiß auch nicht warum, vielleicht nicht qualifiziert oder sonst irgendwas. Ja, das muss man bedenken. Clemens ist die deutsche Nummer 1. Eine deutsche Darts-Legende. Dann hatten wir das Halbfinale, das war gestern, das wollte ich euch nochmal sagen. Gavin Price gegen Stephen Bunting, das ist 6-4 ausgegangen. Price hat gewonnen. Und ja, der spielt heute gegen Gary Anderson, 6-3 gegen Dave Chisner gewonnen. Und das Finale findet heute Abend um 20.30 Uhr auf Sport 1 statt oder auf Sky, wo auch immer ihr es guckt. Ihr könnt es auch auf YouTube angucken. Ich verlinke euch diesen
oder einfach nur Sport 1 Darts eingeben bei der Suche. Da könnt ihr das auch finden. Auf jeden Fall wird es eine mega, mega Partie. Ich bin dafür, dass Gary Anderson gewinnt. Hoffentlich. Und das wird schon mega, mega Spiel. Dann wollte ich euch noch mal sagen, was mich so ein bisschen, so genervt hat, wenn ich denn so ein paar Spieler sehe, zum Beispiel, oder auch was mich gewundert hat, zum Beispiel das 5-0 von Dave Chisnell gegen Michael van Gerwen. 5-0 hat er gegen van Gerwen gewonnen, das muss man sich ja erstmal denken, das war ja Hammer, mega affengeil und eigentlich hätte es so weit gar nicht kommen dürfen. Weil eigentlich war ja van Gerwen die Nummer 1 und jetzt ist es nicht mehr die Nummer 1. Ja. Dann dieses von Gavin Price, The Iceman. Was ich so ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass er immer schreit und immer... Das machen aber viele Dartspieler und ich habe es gestern auch gesehen, warum. Damit du den Pfeil besser wirfst. Das stört mich nicht, aber dieses dieses Geschrei und so, und das würde mich einfach als anderer Dartspieler, wenn ich da neben Gavin Price stehen würde, ich würde ihm wirklich eine schellen. Also, ich wäre natürlich dann draußen und Security würde sonst irgendwie kommen, aber trotzdem muss das nicht sein. Das war ja bei Gary Anderson vorher anders, gegen Mensur, Mensovic gegen Sujovic. Da war irgendwie so ein Fehler und da hat sich Gary Anderson sehr, sehr aufgeregt, weil Mensur langsam spielt. Man sieht, sein Spiel ist sehr, sehr langsam. Wenn Mensovic, also Sujovic, Mensur Sujovic kennt, der weiß, dass er ein sehr extremer, langsamer Spieler ist. Der wirft nämlich wirklich die Pfeile. Ja. Und, ja, dann war es noch so, dass er irgendwie den Tisch irgendwie falsch. Da. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, wie gesagt, Leute, schreibt jetzt in die Kommentare. Wir haben insgesamt jetzt noch 1 Stunde und 15 Minuten, bis die WM endet. Und es sind diesmal die Best of 13 Sätze, also Best of 13 Sätze. Also man sagt Best of, also für uns halt die besten 13 Sätze. Die Legs bleiben ganz normal, immer bis 3. Und ja, möge der Bessere gewinnen. Mal schauen, wie es wird. Also ich wünsche natürlich wirklich Gary Anderson, aber es kann auch Gavin Price sein, die Iceman oder... Gary Anderson halt. Also, wie gesagt, Gary Anderson wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt kommen wir auch mal zu den 180, die sie gespielt haben. Gary Anderson hat nur, das habe ich mir auch nicht notiert, das weiß ich sogar, 33-180 in dieser Darts-WM gemacht. Und Gavin Price hat 42. Also es ist so eine 50-50 Chance. Wir sind gespannt, wie das Finale wird. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Morgen früh kommen dann die Aufnahmen dafür. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Viel Spaß und good luck.